Norbert, ich bin's, der Olli. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Wasser und Malz. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ihr seht ein bisschen spartanisch, aber ich bin dem Olli von Whisky Space sehr zu Dank verpflichtet, weil er hat mir hier ein Sample geschickt mit einem Whisky, den wir heute mal verkosten wollen. Etwas ungewöhnlich. Es ist ein amerikanischer Whisky, aber es ist kein Bourbon. Es ist ein Single Malt aus der texanischen Distillerie Balcones. Die werben damit quasi, dass ihr Whisky zwar jung ist, aber komplex und dass er in der prallen Sonne von Texas reifen kann. Das ist nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt. Das ist so eine Rost. Rote Farbe, würde ich sagen. Ne? Virgin Oak habe ich gelesen. 53 Volumenprozente. Also dafür hat er schon eine ganz schöne Farbe, muss man sagen. Also wow. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte von Balcones noch überhaupt nichts im Glas. Ich habe auch noch nicht probiert. Ich habe nur mal dran gerochen. Also das ist heute wirklich Premiere. Vielen Dank, lieber Olli. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und bin auch schon sehr, sehr gespannt hier, wie der schmeckt. Er hat mir noch einen von der gleichen Distillerie geschickt. Der ist auch sehr speziell, so zumindest auf dem Papier. Ich habe auch noch nicht probiert, aber der kommt dann ein anderes Mal. Heute hier Balcones Texas Single Malt 35 Volumenprozent Alkohol. Nee, nicht 35, da wäre ja kein Whisky. 53 natürlich. 53 Volumenprozent Alkohol. Virgin Oak. Jung und komplex. Schauen wir doch mal, was die Nase sagt. Ja, also schon sehr deutliche Aromen. Und der riecht nach einem Rasierwasser, was ich mal irgendwann gerochen habe. Wirklich, der riecht nach einem Rasierwasser. Das ist so ein holziges Aroma. Da gibt es ein Rasierwasser, was so ähnlich riecht. Zedernholz, glaube ich. War irgendwas mit Zedernholz. Ansonsten ist da was Zitriges dabei. So in Richtung Bergamott oder Patchouli so. In die Richtung, ja. Ich habe was Kräftiges. Was kräftig Malziges irgendwie, so wie so ein Brot, so ein kräftig malziges Brot. Ein bisschen Alkohol merke ich. Der umweht hier so ein bisschen mein linkes Nasenloch. Der hat mich jetzt kurz mal angereizt zu niesen, aber so schlimm ist dann doch nicht. Jetzt habe ich noch was Florales, süßlich Florales, so ein bisschen Rose. Ist das wirklich Rose? Ja. So ein leichtes Rosenaroma. So, wir haben da beim Nachbarn Rosen im Vorgarten stehen und meine Frau bleibt immer stehen und riecht. Und ich dann halt auch manchmal. Und so ähnlich riecht das, ja. Jetzt ist nämlich dieses kräftige Zedernholz bisschen im Hintergrund und dieses feinflorale. Oh, lecker. Also der ist echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Amerikanischer Single Malt. Virgin Oak. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass der so gut ist. Also in der Nase jetzt. Und die schreiben ja, der ist jung, der hat keine Altersangabe. Also keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre vielleicht. Und wenn ich es jetzt nicht wüsste, dass das Single Malt ist, also gemälzte Gerste, dann hätte ich gesagt, da ist ein bisschen Roggen mit drin. Weil dieses kräftig Malzige, das
bisschen an Rocken erinnert. Das habe ich hier auch. Huh, spannend. Dann probieren wir ihn doch mal. Oder der Alkohol schiebt schon etwas. Das muss man sagen. Ansonsten hat er so eine ganz, ganz feine Süße, umrahmt von sehr malzig kräftigen Aromen. Der ist interessant. Also, ich habe ein kräftiges Roggenbrot, malzig, obwohl da gar kein Roggen drin ist. Aber ich habe auch was sehr fein, floral, süßes. Das ist so eine Rosenmarmelade. Also es gibt Marmelade oder Gelee, was aus Rosen gemacht wird. Da ist auch Rosenwasser drin, ziemlich viel. Und so schmeckt es auch ein bisschen. Und ich habe noch was. Habe noch so einen braunen Rohrzucker, leicht angeflammt. Ich habe ein bisschen Heidelbeermarmelade dabei. Ein bisschen Holzwürze im Abgang. Und der hat einen erstaunlich langen Abgang. Also mittellang insgesamt, aber hätte ich jetzt nicht vermutet. Wow. Also der ist ungewöhnlich. Der ist lecker. Und er schmeckt um einiges älter, als er ist. Wie gesagt, Balcones Texas Single Malt. 53 Volumenprozent. Man merkt schon, dass der 53% hat. Also der schiebt schon ein bisschen. Also, lieber Olli, das ist ein wirklich, wirklich leckeres Teil. Vielen, vielen Dank. Also ich muss mal gucken, wo ich den krieg. Also, da werde ich mir vielleicht eine Flasche zulegen, weil der ist im positiven Sinne ungewöhnlich, mit sehr, sehr interessanten Aromen und für sein anscheinend sehr junges Alter tatsächlich, ich wollte es nicht glauben, relativ komplex. Der ist richtig, richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Wow, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Der ist nicht so ganz billig. Der kostet, glaube ich, so knappe 70 Euro, zwischen 60, 65 und 70, so dazwischen. Aber der ist gut. Der ist gut. Also nochmal danke, Olli. Der ist wirklich toll. Hattet ihr schon mal ein Balcones im Glas? Schreibt mal doch mal hier in die Kommentare. Würde mich interessieren. Also der ist toll. Der riecht auch immer noch gut. Also jetzt ein bisschen würziger, aber so süß-würziger, also so wie so, ja, also kräftig brauner Rohrzucker mit Gewürzen, würde ich sagen. Und ein bisschen Rosenwasser dabei. Also das mit dem Rosenwasser habe ich ja schon öfter mal bei Tasting Notes gelesen. Aber ich habe das nie gerochen, irgendwie. Aber hier habe ich Rosenwasser. Boah, also, wow, der ist lecker. Euch noch einen wunderschönen Abend, ne? Und macht's gut, bleibt mir gewogen. Ciao, euer Olli.